Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu diesem Vlog auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Wildtierfotografie. Bevor wir aber damit anfangen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Seit knapp einem Jahr wohne ich nun in Münster. Meine Lebensgefährtin kommt aus dem Münsterland und wollte unbedingt wieder hierhin. Und ihr kennt es alle, Happy Wife, Happy Life. Also sind wir nach Münster gezogen. Für mich ging es also darum, diese neue Umgebung erstmal neu zu erkunden. Das habe ich mit dem Auto gemacht, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Natur hier in Münster wunderschön ist. Die Natur gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft, sehr viel Energie. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieses Video heute hier entsteht. Denn wir haben nicht mal in 5 Kilometer Entfernung von unserer Wohnung ein wunderschönes Waldgebiet. Das Waldgebiet, vor dem ich gerade stehe, die Hohe Wart. Die Hohe Wart ist ein Wasserschutzgebiet, was im Süden von Münster sich befindet. Und ich habe mir die Erlaubnis geholt und habe dort eine Wildtierkamera aufgehangen. Und habe festgestellt, was erstmal hier für wilde Tiere direkt vor unserer Haustür leben. Natürlich, klar, wenn man in den Abendstunden, was weiß ich, mit dem Auto an der Landstraße vorbeifährt, sieht man irgendwo das ein oder andere Reh am Straßenrand oder beziehungsweise auf der Wiese irgendwie ein bisschen äsen. Und das ist natürlich wunderschön. Also war es gar nicht so überraschend, ja, dass es hier auch Rehe gibt. So, ich habe allerdings die Wildtierkamera aufgestellt und habe dann erstmal festgestellt, was hier überhaupt alles lebt. Leider ist mir noch kein Fuchs in die Kamera gelaufen, also konnte ich bisher noch kein Foto davon machen. Aber ich habe dann Tiere gesehen, wie zum Beispiel Wildschweine. War jetzt für mich auch noch nicht so überraschend, weil man sehr viele Spuren von Wildschweinen schon findet. Des Weiteren waren allerdings auch dann auch Tiere da, die man natürlich in einem Wald erwartet, wie zum Beispiel auch ein Marder oder auch ein großer Hase. Dann kamen aber für mich so die ein oder anderen Überraschungen, wie zum Beispiel Waschbären. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier vorne bei uns direkt Waschbären haben. Für den einen oder anderen ist es natürlich üblich, wenn der rausguckt, sieht er vielleicht Rehe, vielleicht sogar auch Hirsche. Aber für mich, der aus Düsseldorf kam, war das etwas, wie soll ich sagen, etwas sehr Ungewohntes. Etwas, was ich aber sehr schön finde. Des Weiteren habe ich sogar auch einen Dachs aufgenommen, worauf ich auch schon sehr stolz bin. Leider nur von hinten, aber wir arbeiten noch dran, dass das eine vernünftige Aufnahme wird. Des Weiteren habe ich auch Dammhirsche gefunden, und zwar nicht gerade wenige. In allen möglichen Größen, Farben und Formen. Leider noch keinen mit richtig großen Schaufeln, aber da arbeiten wir dran. Ich bin mit dem Fahrrad hier ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe dann einen Ort gefunden, wo sehr viele Dammhirsche in einer Herde quasi aus dem Wald kamen und quasi die Abendstunden noch mal genossen haben. Und an diesem Spot sind wir heute. Ich habe mir die Genehmigung hier vom Landwirt geholt und wir haben die Erlaubnis, heute mit den Kameras dorthin zu gehen und wir versuchen, uns ein schönes Versteck aufzubauen mit Tarnnetzen, allem drum und dran und versuchen Fotos und Videos von diesen Tieren zu machen. Und ich nehme euch heute mit zu diesem Vlog. Wir sind jetzt am Spot angekommen und ich bin jetzt schon ein bisschen leiser, denn ich gehe davon aus, dass die Tiere sich in diesem Bereich momentan aufhalten und ich möchte die jetzt ungern irgendwie aufschrecken oder ähnliches, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Mir ist mir erstmal dieser Ort hier aufgefallen. Ich bin vorne mit dem Fahrrad lang gefahren, dort ist ein Maisfeld und zwischen Maisfeld und Wald geht ein kleiner Weg entlang. Und mir ist aufgefallen, dass dort hinten in der Ecke ungefähr so 12 Dammhirsche standen. Man konnte die sehr schwach sehen, weil das hier sehr zurückgezogen und sehr isoliert ist.
aber man konnte sie dort auf jeden Fall sehen. Und das habe ich ein bisschen beobachtet, habe ein bisschen geschaut, wann kommen die Tiere raus. Die kamen meistens so gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr ganz gemütlich aus dem Wald heraus und haben sich dann hier vorne auf diesem grünen Dung ausgeruht, ein bisschen gefressen und haben dort ein bisschen verweilt. Hier sind ja auch keine Gefahren, irgendwie keine Fußgänger oder so, die die Tiere irgendwie belasten. Das ist der erste Punkt. Ich wusste, dort gibt es auf jeden Fall Dammhirsche. Auch hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, gibt es super viele Fußspuren von Rehen, von Dammwild, auch ein bisschen von Wildschwein. Kommen wir später nochmal zu. Warum habe ich mich jetzt für diesen Ort hier entschieden? Dafür gibt es eine wunderschöne Regel und die nennt sich SWAD, SWAD. Das ist so eine kleine Eselsbrücke für die Wildtierfotografie, die man sich gut merken kann. Erstens, wir richten uns aus nach der Sonne. Die Sonne geht im Osten auf, mittags ist sie im Süden und geht dann später im Westen unter. So, wenn sie im Westen untergeht, das heißt über diesen Bereich, scheint sie wunderbar auf diese Fläche. Und wir haben das wunderschöne Glück, dass wir dort ein wunderschönes Licht bekommen, weil wir haben keinen Wald, der irgendwie die Sonne abhält. Wir haben sehr lange Licht hier an dieser Stelle und haben so, wenn Tiere da sind, eine wunderschöne Beleuchtung. Allerdings haben wir ein kleines Problem und das ist das W. Das W ist auch eigentlich ziemlich wichtig, aber da haben wir jetzt ein kleines Problem und das ist der Wind. Um den Wind vorherzusagen, gibt es ein paar Apps, wie zum Beispiel Windy, da kann man ein bisschen gucken, wie die Vorhersagen sind. Aber was am besten ist, wenn man vor Ort ist und man nimmt sowas hier mit. Das sind Seifenblasen. Und ich zeige euch mal, was jetzt passiert. Moment. Und ihr seht, die Seifenblasen werden momentan noch wunderbar hier in diesen Wald reingetrieben. Das heißt, dort vorne, wo die Tiere hoffentlich rauskommen, geht hoffentlich kein Geruch hin. Natürlich kann der Wind sich noch mal drehen und kann unseren Geruch dort rüber werfen. Ich hoffe es nicht, aber das könnte das Ganze ein wenig versauen. Das heißt, wenn wir keine Tiere sehen, ist das wahrscheinlich einer der größten Gründe, woran es liegt, dass wir die Tiere ja, dort nicht mitkriegen. Dann gibt es einen weiteren Punkt und das ist das A. A steht für Engel, also sprich der Winkel. Aus welchem Bereich? Wir haben da drüben beispielsweise, Moment, einen Hochsitz. Und dieser Hochsitz ist natürlich sehr schön, um die Tiere zu beobachten. Sollte man aber auch nicht einfach so raufgehen. Aber das Problem ist, wenn man in diesem Hochsitz wäre, haben wir einen sehr hohen Winkel. Wir wollen aber versuchen, die Tiere von unten zu fotografieren. Dadurch, dass wir hier insgesamt eine komplett ebene Fläche haben, können wir uns eigentlich mit der Sonne und dem Wind einen schönen Spot aussuchen, um die Tiere zu fotografieren. Das ist nicht überall so üblich. Manchmal hat man das Problem, dass man zum Beispiel auf einem Hügel ist oder in einem Tal ist und die Tiere von oben oder von unten kommen. Da muss man halt ein bisschen gucken, wie man sein Kamerasetting auspackt. Und dann kommt das Letzte, das D. Und das D ist halt entsprechend eurer Kamera, die Distanz. Wie weit, was für eine Möglichkeit habt ihr, um die Tiere zu fotografieren? Aber wichtig ist auch, dass man den Tieren nicht auf den Sack geht. Natürlich könnte ich mich direkt vorne an den Eingang legen und hoffen, dass ich dann das eine geile Foto kriege, wo das Tier direkt vor mir ist. Aber ich möchte die Tiere nicht stören. Ich möchte den Tieren ihre gewisse Distanz wahren, möchte aber trotzdem ein Foto haben, wo ich recht nah dran bin. Ich würde mal sagen, ich werde das nachher hier unten im Video einblenden, wie weit die Distanz jetzt von der Waldkante bis hierhin ist. Das werde ich mit Google Earth ausmessen. Ich schätze mal, das sind so circa 80 bis 100 Meter, wo ich mich jetzt befinde, bis zu dem Bereich, wo die Tiere aus dem Wald kommen. So, das ist SWAT. Danach habe ich jetzt meinen Part ausgerichtet. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen abtarnen. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier vorne in den Wald rein. Ich habe schon gesehen, da liegen ein paar Tothölzer. Und da werde ich mir insgesamt drei, so circa 1,50 Meter hohe Äste holen, damit ich mich so ein bisschen hier verstecken kann. Ich habe Tarnnetze dabei, aber das seht ihr gleich. Wir gehen jetzt erstmal in den Wald. So, wir haben hier richtig schönes Material. Einmal. So, ich weiß nicht, wie lange er sein muss. Nehmen wir mal diese Dinge mit. So, dann kommen wir zu dir. Den machen wir hier mit.
Der ist halt, der bricht halt schneller ab, als du gucken kannst. Ne? Aber den nehmen wir trotzdem mal mit. Haben wir 4. Oh, der ist nice. Komm mal her. Na komm. So. Der ist natürlich sowas groß. Den machen wir jetzt erstmal klein. Na, gib her. So. Hat so schnell. Ja gut, zumindest ein Knüppel. Was haben wir hier noch? Der ist zu groß. Wenn ich den hier abtrenne. Na, so ist doch gut. So, jetzt haben wir ein paar Äste, Stämme, Stöcke, Mopeds, mit denen wir auf jeden Fall unser Tarnnetz abdecken können. Und die nehmen wir jetzt mit. Und dann bauen wir auf. So, wundert euch nicht, warum das mit der roten Decke hier ist. Die rote Decke werden die Tiere nachher nicht sehen. Das habe ich nur gemacht, weil hier sind ein paar Steine drunter, die ein bisschen spitzer sind. Ich habe eine Isomatte mit und ich bin ein totaler Zeckenparanoid. Und da habe ich mir so ein bisschen Decke mitgenommen, damit ich das mache. Hier ist schon mal das erste Tarnnetz drüber. Das werde ich euch nachher noch mal zeigen, aber das ist nicht das, was ich hauptsächlich verwenden werde, weil ihr seht, hier schon, das bleibt überall hängen. Aber das ist schon sehr nice, um das einfach so ein bisschen schon mal abzudecken. Gut, wir nehmen jetzt die Pöller und jetzt hoffe ich, dass der Boden weich genug ist, da ich das hier vernünftig und stabil reinbekomme. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, aber das sieht schon ganz gut aus. Da soll ja nicht jetzt irgendwas viel drauf hängen, sondern soll nur nachher das Tarnnetz dran vorbeigehen. Wie gesagt, die Ausrichtung ist klar. Damit ich nachher weniger Probleme habe, habe ich alles schon mal perfekt eingestellt, dass ich hier vorne das Verstellungsrad habe. Ich habe die Wasserwaage ausgerichtet für das Stativ. Hier wird ungefähr das Netz sein. Und jetzt packen wir die Kamera mal drauf. Nehmen wir natürlich die Sonya 7R3 mit dem 200-600er mm Objektiv. Da das Weiß sehr auffällig ist, werde ich jetzt schon mal direkt den Tarnüberwurf rüberwerfen, der nachher dann einzeln rausguckt.
und ziehe das Ganze hier auch direkt fest. Komme aber noch an die wichtigsten Funktionen. Und was auch wichtig ist, der Objektivkopf oder der Stativkopf wird jetzt verdeckt. Was auf jeden Fall sehr nervig ist, das sind die Scheißmücken. Ich wollte es eigentlich erst noch oben rüber machen, um einen höheren Schutz zu haben. Aber ich glaube, das passt. Wir müssen jetzt unten das Weiße noch ein bisschen verstecken. Aber das kriegen wir auch hin. Einfach umklappen. Dafür haben wir noch den einen Stock. Und dann kann ich mich dahinterlegen und bin versteckt. Entschuldigt die Soundqualität. Meine Funkstrecke ist jetzt hier bei meinem Livestream-Setup. Das habe ich jetzt hier mit dem Tarnnetz so ein bisschen getarnt. Und ich habe gerade eben Probe gelegen und das war so unbequem. Deswegen habe ich mir jetzt den Stuhl geholt und habe darunter meinen Tarnüberzug. Und dann werde ich mich da auf den Stuhl begeben und werde es mir ein bisschen bequemer machen. Und werde mich dann ja, gemütlich auf die Pirsch bzw. auf den Ansitz begeben. Der Stream ist mit dabei. Da unten ist das Streaming-Setup. Und ja, das Tarnnetz habe ich darüber geworfen, weil dieser Kugelkopf von dem Rolei-Stativ in Orange nicht so geil ist. Und deswegen ist der Sound jetzt auch noch so mies, weil dafür nutze ich die Funkstrecke, damit der Stream gute Quali hat. Ja. So, einen wunderschönen. Ich bin jetzt hier ganz entspannt und warte mit allem. Ich denke mal, wir haben es jetzt gerade 14.30 Uhr. Ich denke mal, vielleicht eine Stunde, anderthalb. Und hoffe, dass dann schon das eine oder andere Tierchen kommt. Sorry für den Ton. Sorry für den Ton. Aber ja, so muss das jetzt. In dem Sinne, schauen wir mal. Übrigens, so sieht das hier aus meiner Sicht aus. Da ist mein Chat. Und hier, wenn ich jetzt die Kamera anmache, haben wir perfekt hinten den Wald haben. Das sind jetzt 200 mm. So, ich muss das jetzt hier mal ein bisschen schmutzig beim Handy machen. Wir haben die ersten Aufnahmen, haben wir im Kasten. Die ersten Rehe sind rausgekommen. Wir haben es jetzt kurz vor 4 Uhr, also 15.50 Uhr. Und es waren zwei Dammhirsche, ein junger Bock und eine Dammhirschkuh, glaube ich, sagt man. Die sind gerade rausgekommen. Ich konnte sogar auch weiter so reden. Die sind dabei, haben ein bisschen gefressen. Die sind am Waldrand entlang gegangen, sind jetzt gerade eben wieder in den Wald gegangen. Ich bin optimistisch, wir haben auf jeden Fall schon was im Kasten, das heißt, wir haben auf jeden Fall was. Es ist jetzt noch kein schönes Foto entstanden, aber Fakt ist, dass die Tarnung funktioniert, dass der Wind funktioniert, dass ich so flüstern kann, dass das funktioniert. Und das freut mich, dass ich zumindest schon mal die ersten Aufnahmen habe. Also ich habe jetzt ein kleines Video gemacht, das seht ihr jetzt mal hier. Natürlich am Ende von dem Video seht ihr alle Aufnahmen. Jetzt hoffen wir mal, dass noch mehr kommt. Es macht echt Spaß. Ein wichtiges Thema, über das ich mit euch noch sprechen möchte, ist die Unvorhersehbarkeit der Natur. Natürlich hätte ich hingehen können und hätte jetzt da vorne irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, Köder auslegen können, hätte mir im Internet irgendein Duftzeug holen können und das hier alles Mögliche besprühen können, damit die Tiere angelockt werden. Das möchte ich aber nicht machen. Dadurch greife ich in das Leben der Tiere ein, vielleicht hole ich noch das falsche Futter und bringe die irgendwie um. Das ist nicht das Ziel, was ich verfolge. Ich möchte die Tiere sehen, ich möchte die Tiere beobachten in ihrer natürlichen Umgebung und
mit ihrem natürlichen Verhalten. Ich bin hier nur zu Gast. Das Einzige, was ich mitnehme, oder das Einzige, nee, wie heißt es nochmal so schön? Das Einzige, was ich hier hinterlasse, das sind Fußabdrücke. Und 2, 3 abgebrochene Äste, die ich nachher hier reinwerfe. Aber ich nehme den Müll mit. Wenn ich Müll gefunden hätte, hätte ich ihn auch noch mitgenommen. Das heißt, ich möchte diesen Ort hier besser verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Jetzt muss man sagen, ich bin hier ein bisschen über den grünen Dung rübergelaufen und habe hier auf jeden Fall ein paar Spuren hinterlassen, die jetzt nicht ganz so schlimm sind. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte die Tiere auch nicht irgendwie aufschrecken oder so. Ich hätte mich viel näher an den Waldrand begeben können da drüben. Oder auch viel näher an die Grenze, wo die Tiere aus dem Wald rauskommen. Aber, und das, was ihr hört, da hinten ist ein Zug. Aber dann riskiere ich es, dass ich die Tiere bedränge oder ähnliches. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Tiere natürlich beobachten. Und es hätte natürlich auch sein können. Genauso ist es halt bei jedem Tauchgang, den man macht, auch. Man weiß nicht, was einen erwartet. Es kann jetzt hier ein Fuchs rüberrennen. Es könnte vielleicht auch eine Rotte Wildschweine kommen. Das war ein bisschen unwahrscheinlich oder so. Es hätte auch gar nichts passieren können. Es ist aber was passiert. Und wir haben schon die ersten Dammhirsche gesehen. Und ich gehe davon aus, dass wir gleich noch mal ein paar Dammhirsche sehen. Wir haben es jetzt 10 vor 5. Die Dammhirschsichtung, die letzte, ist eine Stunde jetzt her. Also die dürfen jetzt... Jetzt kommen wieder die Mücken. Und die werden jetzt aktiv. Jetzt werden wir wieder ein bisschen leiser. Und gucken ein bisschen. Ich will damit einfach nur sagen, man weiß nicht, was einen erwartet. Aber dadurch, dass man sich dann halt hier so in die Natur begibt und sich darauf einlässt und man gespannt wartet und dann wird man überrascht und sieht auf einmal, oh guck mal, da sind die Tiere, und das ist geil, das ist echt geil und das macht Spaß, das ist schön, das ist echt schön und das gibt einen Energie, weil man fragt, hey, dass du so geduldig bist. Genau das gibt einem dann Kraft, Energie zu gucken, okay, kommen da vorne wieder welche? Ist da vorne irgendwie was? Kommt da jetzt irgendwie was? Vielleicht kommt auch nichts. Ja, dann hat man einen Tag in der frischen Luft verbracht. Mal die Kamera ein bisschen gelüftet. Aber wir hatten ja heute schon mal einen kleinen Erfolg. Vielleicht wird es noch mehr, vielleicht aber auch nicht. Und genau darum geht es. Und jede Begegnung, die man hat, kann man dankbar für sein. Und das ist schön, einfach mal so ein bisschen auch in der heutigen Zeit einfach mal ein bisschen zu entschleunigen und einfach mal so ein bisschen den ganzen Druck, den ganzen Stress, den wir durch unsere gesamte Gesellschaft, durch das Smartphone, durch Nachrichten, durch Scheißnachrichten bekommen, einfach mal so wegzulegen. Und ihr merkt, wenn ihr so dieses Video verfolgt, hey, dieser Commander Krieger, der denkt mittlerweile anders als vor 10 Jahren. Sehr anders. Ich hoffe, es gefällt euch. So. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch kommt. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Die Sonne geht dort so langsam unter. Leider ist jetzt in den letzten 2,5 Stunden nichts mehr hier irgendwie aus dem Wald gekommen. Das ist halt das, was ich gesagt habe. Man weiß es halt nie. Trotzdem warte ich jetzt noch ein bisschen, weil wir haben noch ein schönes Licht. Und vielleicht kommt ja noch irgendwas. Da muss man einfach mal ein bisschen geduldig sein. Wenn irgendwas kommen sollte, wird hier direkt runtergezogen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht das Fernglas parat. Das habe ich leider noch im Rucksack, der da hinten irgendwo liegt.
da. Und ich will jetzt hier auch nicht mehr aufstehen. Für die Schlussminuten, für den Endspurt. Und naja, wir gucken einfach mal. Wir hoffen, dass noch was kommt. Sollte noch was kommen, schalten wir direkt rüber. Ansonsten gibt es gleich noch ein Schlusswort. So, da sehe ich noch ein paar Rehe, die jetzt gerade aus dem Wald gekommen sind. Ich bin gerade dabei abzubauen. Ja, scheiße. Es war nicht ganz umsonst. Hört ihr, wie es bellt? Wie witzig. Das ist Wahnsinn, wie hell die Aufnahme jetzt gerade vom iPhone ist. Meine ganzen Akkus sind leer von der A7 S2, deswegen alles mit dem iPhone jetzt gemacht. Es ist krass, wie hell das iPhone das Ganze hier noch belichtet. Die Sonne ist untergegangen und für meine Kamera ist es ein bisschen zu dunkel. Wir hatten jetzt gerade eben dort vorne in dem Bereich, hau ab, noch zwei Dammhirsche, ein Bock und eine Kuh und hier in diesem Bereich noch zwei Rehe, die ich dann noch kurz gefilmt habe. Die haben auch ein bisschen gekläfft, aber jetzt kommen die Mücken und ich mache mich auf zum Auto. Ja, ein Tag neigt sich zum Ende. Wir haben es 19.20 Uhr, ihr seht jetzt im Hintergrund geht die Sonne unter, jetzt braucht ihr auch mal langsam hier Licht mit dem iPhone. Es war ein schöner Tag. Ich war seit 8 Uhr morgens ungefähr hier, wollte eigentlich schon viel früher hier sein. Es war ein richtig schöner Tag und ich glaube, man kann so ein bisschen nachvollziehen, wenn man halt so eine Wildtierbegegnung hat, die wirklich wild ist. Das ist was Besonderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fotos gab es jetzt keine großartigen, außer ja, 2, 3 kleine Fotos. Nichts Besonderes, hätte natürlich schöner sein können, aber das ist dann auch ein bisschen der Punkt. Man braucht ein bisschen Glück. Das hatten wir heute dadurch, dass wir die Tiere überhaupt sehen durften. Aber halt, dass wir nicht das perfekte Foto gemacht haben. Es ist halt wirklich eine Arbeit, diese Tiere vernünftig abzulichten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Wollt ihr mehr davon sehen, schreibt mir das alles rein. Ich bin raus. Gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.